Ja, es war natürlich heute ein schweres Spiel hier auf großem Rasen und wahnsinnig warm, aber ich denke, dass man doch schon gesehen hat, was wir hier vorhatten, dass wir taktisch ganz gut aufgestellt waren, dass wir das umgesetzt haben, was unser Trainer Daniel Schäfer uns in der Halbzeit und vor allem auch vor dem Spiel gesagt hat. Natürlich hat der Gegner hier ordentlich durchgetauscht, sodass er ein bisschen mehr Körner hatte als wir dann am Schluss, aber insgesamt gesehen muss man sagen, doch, dass das Spiel ganz gut war von uns. Da ist sicherlich noch Steigerungspotenzial auf jeden Fall. Man sieht ja in der Vorbereitung, wir waren noch ein bisschen platt, sind auch heute noch nicht alle Mann an Bord. Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Dienstag ist noch ein weiteres Spiel. Und ja, deswegen darf man das auch nicht so hoch bewerten, jetzt die Niederlage hier. Also das Spiel war gerade zu Anfang, denke ich mal, sehr auf unserer Seite. Wir hatten sehr viel Ballbesitz, konnten auch das durchbringen, was uns der Trainer nahegelegt hat. Unsere Taktik haben wir durchgezogen, haben auch im Passspiel relativ gut gearbeitet, waren oft unterwegs, gerade offensiv, haben dann leider so ein bisschen diese Konstanz verloren und Wellingsbüttel kam ein bisschen besser ins Spiel. Jedoch ja, nach der Halbzeit, gut nach einigen Wechseln, muss man sich wieder ein bisschen neu orientieren, aber das haben wir auch sehr gut hinbekommen. Dann hat Finn natürlich das Tor sehr gut gemacht, als er da alleine durchgeht. Ist ein sehr schneller Spieler, auch sehr technisch stark. Dass wir dann das Unentschieden fangen, okay, gut, ist leider so, dass manchmal ein bisschen die Kraft fehlt, dass man da auch erstmal reinkommen muss. Wellingsbüttel ist ja kein schwacher Gegner, hat ja die letzte Saison in der Bezirksliga noch zum Schluss ganz ordentlich abgeschlossen. Und naja, zum Ende hin, gut, eigentlich das Team, welches dann nochmal den entscheidenden Schlag setzen kann, gewinnt auch das Spiel. Von daher denke ich mal, dass wir auch nach vorne blicken können. Jetzt erstmal ganz erholsam ins Wochenende gehen und ja, halt weiter an uns arbeiten, weil die Vorbereitung ist noch ein bisschen länger. Und dann kommt auch schon das erste Pokalspiel gegen Urania und das erste Punktspiel. Ja, das ist schwer zu sagen. Wir haben natürlich noch einige Verstärkungen geholt hier mit Adrian Kortmann. Grisch ist sicherlich noch eine super Verstärkung, der jetzt aber auch erstmal fit werden muss. Und es ist, wird wieder gegen den Abstieg erstmal gehen. Wir müssen natürlich versuchen, möglichst viele Punkte gegen den Abstieg möglichst schnell zu holen, die zu hamstern und dann möglichst schnell da nichts damit zu tun haben. Und da muss man mal gucken, es ist natürlich klar, die Bezirksliga dieses Jahr ist besonders stark. Und da muss man gucken, dass man sich da unten weitestgehend raushält. Also unser Ziel in der nächsten Saison ist natürlich schon gestellt, ja. Wir wollen natürlich oben mitspielen. Wir wollen natürlich auch schaffen, dass wir den Aufstieg hinbekommen in die Bezirksliga. Poppenbüttel soll wieder oben spielen und da wollen wir auf jeden Fall hin.